Palitsch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In diesen unsicheren und schwierigen Zeiten gibt es auch Dinge, auf die man sich trotz allem felsenfest verlassen kann. Wenn die AfD von Rechtsstaat spricht, dann meint sie nicht etwa das Recht, sondern sie meint rechtsextrem. Wenn die AfD von Frieden spricht, dann meint sie Putin und seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wenn man die AfD von der Arbeit reden hört, also von der Arbeit hier im Parlament, dann meint die AfD Hass, Hetze und Propaganda verbreiten. Alles, was wirklich mit der Arbeit hier im Parlament zu tun hat, also Kompromisse finden, echte Lösungen für die Menschen in unserem Land anzubieten, das Wohl der Menschen dabei auch ganz konkret im Blick zu haben, das ist nicht im Interesse der AfD. Diesem Hass auf Deutschland, meine Damen und Herren, dieser Hetze gegen die Menschen in unserem Land und dieser Propaganda direkt aus den Trollfabriken des Kremls stellen wir uns mit aller Entschiedenheit entgegen, meine Damen und Herren. Und wenn uns etwas daran liegt, den Antidemokraten, den Populisten und den Extremisten das Wasser abzugraben, dann sollten wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und wichtige Dinge gemeinsam auf den Weg bringen und, Herr Schnieder, gerne in der Sache streiten, und zwar hier in der parlamentarischen Debatte. Und da hätte ich mir für diese Sitzungswoche doch deutlich mehr vorstellen können. Darüber haben wir heute Mittag ja auch schon in der Geschäftsordnungsdebatte geredet. Aber mehr war leider nicht möglich, weil Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, entschieden haben, keine Gesetze und Anträge mit uns beraten zu wollen, bis der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt hat. Da rede ich noch nicht mal von Entscheidung, da rede ich erst mal von Beratung. Und das ist für diese Woche schon extrem bedauerlich, dass wir Dinge, die für die Menschen in unserem Land sehr, sehr wichtig sind, und einige sind ja eben schon genannt worden, dass wir die nicht regeln können, weil sie gar nicht erst zulassen, dass wir hier im Parlament darüber beraten. Und das hat nichts mit Steigbügelhalterei zu tun, Herr Schnieder. Das hat etwas mit Parlamentsverständnis zu tun. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, wenn Sie in der Sache streiten wollen, dann können wir gern darüber streiten, ob es für 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV wichtig ist, auch im kommenden Jahr noch das Deutschlandticket zu haben. Wir sind der Meinung, das ist sehr, sehr wichtig für diese Menschen. Und wir möchten, dass die Leute auch im nächsten Jahr kostengünstig Bus und Bahn fahren können. Und gerade in diesen Zeiten ist es doch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich darauf verlassen können, dass wir hier im Parlament frei von parteitaktischen Erwägungen Gesetze beschließen, die das Leben der Menschen ganz konkret erleichtern. Oder dass wir eben auch Regelungen treffen, die das Leben der Menschen, was schon schwer genug ist, nicht auch noch zusätzlich erschweren. Schon heute ist der Druck auf Menschen, auf Familien unerträglich wegen der hohen Mieten, die einen Großteil des Einkommens auffressen. Und deshalb müssen wir doch auch hier im Parlament die Kraft finden, die Mietpreisbremse zu verlängern, um diese Belastung deutlich abzufedern. Meine Damen und Herren, wer unser Land liebt, der lässt die Menschen eben nicht im Regen stehen, sondern übernimmt Verantwortung. Wir sind dazu bereit, auch wenn wir uns bei manchen Dingen noch Veränderungen hätten vorstellen können. Zum Beispiel beim Steuerfortentwicklungsgesetz, also beim Abbau der sogenannten kalten Progression. Natürlich hätten wir da noch was ändern wollen. Dafür gibt es hier im Haus keine Mehrheit. Aber für uns steht deshalb ganz klar im Vordergrund, dass wir die Bürgerinnen und Bürger jetzt entlasten wollen und nicht erst im Frühsommer, wenn eine neue Regierung im Amt ist. Und Verantwortung heißt eben auch zu sagen, erst das Land und dann die Partei. Und dieser Grundsatz war wohl kaum wichtiger als jetzt in dieser Situation, meine Damen und Herren. Und über die Vertrauensfrage herrscht ja nun Klarheit. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass wir hier im Parlament bald wieder ordentlich beraten können. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir mit Ihnen noch zusammen vereinbaren konnten, unser Bundesverfassungsgericht vor Verfassungsfeinden besser zu schützen. Aber der Schutz der demokratischen Institutionen, der wird doch gerade dadurch gestärkt, dass Parlamentarismus und Demokratie auch tatsächlich gelebt werden. Und das bedeutet, dass wir als gewählte Abgeordnete so lange hier im Parlament konstruktiv mitarbeiten, bis die Wahlperiode auch tatsächlich zu Ende ist. Und genau dazu fordere ich Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP. Wir haben noch einiges zu regeln, was nicht warten kann. Die Menschen haben deutlich mehr verdient als die Arbeitsverweigerung, die Sie hier gerade ausstrahlen. Und ich finde es wirklich traurig, welche ungelösten Probleme Sie den Menschen dieses Jahr noch unter den Weihnachtsbaum legen wollen. Das ist dann doch eher Stille Nacht als Udo Fröhliche.
Lassen Sie uns die ausgehende Wahlperiode nutzen, um die Dinge anzupacken, die keinen Aufschub dulden. Wir sind dazu bereit. Ich hoffe, Sie sind es auch. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Thorsten Herbst für die FDP.